Der DAX ist stark, aber Deutschland ist schwach. Genauer gesagt, die deutsche Industrie ist schwach und bleibt schwach. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Markenflüster des Jahres 2020. Der DAX kann heute zulegen. Bester Start seit 2017 mit knapp über 1%. Der deutsche Leitindex, es sind vor allem Finanzwerte wie Deutsche Bank über 6%. Auch die Commerzbank, die nicht mehr im DAX ist, gewinnt über 6%. Erstaunlich. All das ist so ein bisschen die Folge des Optimismus, der um sich greift, weil Donald Trump mitgeteilt hat, ja, am 15. Januar, da werden wir einen Landwirtschaftshandelsdeal unterschreiben. Mehr wird es ja nicht sein, da werden die Chinesen sagen, wir haben die Absicht vielleicht, dass wir ein paar Milliarden an US-Landwirtschaftsprodukten kaufen. Und man reagiert auf die Leitzinssenkung, respektive auf die Senkung der Einlagezinsen durch die chinesische Notenbank. 0,5% geht es da nach unten und ist noch viel Raum, um weiter hier Einlagezinsen zu senken. Das soll den chinesischen Banken die Kreditvergabe erleichtern. Und so ist die Logik, naja, wenn China sich dann erholt, weil eben ein Stimulus der Fall ist, dann ist das besonders gut für Deutschland. Kann auch sein, dass Investoren beginnen ein bisschen umzuschichten, die Länder, die nicht so toll gelaufen sind in den letzten Jahren, sagen wir mal. Der DAX ist ja durchaus gut gelaufen in 2019 mit 25% Kursanstieg, aber eben in den letzten Jahren deutlich schlechter gelaufen als etwa die US-Indizes, und man schichtet vielleicht eben auch um in Emerging Markets. Rohstoffe heute stark, Finanzwerte stark, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Geschehen heute an einem Handelstag, der natürlich so ein bisschen ruhiger ist. Es geht so langsam los unter relativ dünnem Volumen. Aber Deutschland ist schwach. Wir haben heute interessante Zahlen gesehen zu den Einkaufsmanager-Indizes. Da gibt es zunächst mal den JP Morgan Global Manufacturing PMI, der ziemlich genau bei der 50er-Marke reingekommen ist. Nochmal eine Verschlechterung zum Vormonat November. Da geht es also um die Industrie weltweit. Und wenn wir uns da mal praktisch die Bundesliga-Tabelle anschauen oder die Champions League-Tabelle, sehen wir hier 30 Nationen, die hier aufgelistet sind. Dazu noch die Welt insgesamt und die Eurozone. Und wir sehen an vorletzter Stelle Germany, praktisch das zweitschlechteste Land. Wäre das eine Fußballliga, dann wäre das Abstiegszone. Dann würde man sozusagen, wenn man nicht sich von diesem Platz steigern kann, absteigen in die nächst untere Liga. Schlechter nur die Tschechische Republik. Also da ist durchaus einiges im Argen. Und interessanterweise Griechenland an erster Stelle. Klar, man kommt von etwas niedrigerem Niveau. Aber es ist schon erstaunlich, dass Griechenland so gut dasteht. Auch Frankreich deutlich besser dasteht. Auch die USA noch deutlich besser dastehen. Obwohl heute Market auch gesagt hat, dass die Daten erhoben hat bei den amerikanischen Einkaufsmanager-Indizes, dass eben durchaus hier die Unternehmen in den USA risikoaverser geworden sind, nach wie vor nicht wirklich diesem Frieden trauen, den Donald Trump ja besiegeln will mit diesem Deal mit China. Insgesamt, wenn wir uns die Eurozone anschauen, da wurden die Daten heute auch frisch vorgelegt, sind wir knapp über 46. 50 ist ja die Marke, die zwischen Kontraktion und Expansion unterscheidet. Wir sind nach wie vor also relativ weit weg, das sagte auch der Chefvolkswirt von Market, weit, weit weg von einer wirklichen Erholung der Konjunktur. Und genau das ist ja eigentlich in den Märkten eingepreist. Man geht davon aus, dass in 2020 dann die Weltwirtschaft sich erholt, die Eurozone sich erholt, die Konjunktur der Eurozone sich erholt. Ob das so wirklich der Fall ist, das ist eben die große Frage. Es wird aber gespielt an den Märkten. Wir sehen hier den Fear and Greed Index, der praktisch wie ein Angstbarometer zu betrachten ist, bei 97 von 100 möglichen Punkten. Als wir Ende 2018 so herb abverkauften, so um die Weihnachtszeit, kurz nach der Weihnachtszeit, ich glaube, das Tief war am 26. Dezember, da war der Fear and Greed Index bei 2, also bei extremer Furcht. Jetzt sind wir bei extremer Gier. Man hört Prognosen mindestens 3.500 im S&P, 15.000 im DAX. Das sind jetzt sozusagen die euphorischen Annahmen, weil eben die Notenbanken stützen, weil die Fed eben nach wie vor vor allem hier agiert. Aber es könnte eben doch vielleicht ein paar Schwierigkeiten geben. Wir haben zumindest international einiges Konfliktpotenzial. Wir haben hier den taiwanesischen Militärchef, der mysteriöserweise abgestürzt ist mit einem Hubschrauber bei allerklarster Sicht. Jetzt macht China sich ein bisschen lustig sogar darüber in Gestalt von Hu Xijin, dem Chefredakteur der Global Times, der sagt, ja,
Das spricht ja alles dafür, dass das taiwanesische Militär nicht besonders gut ausgestattet ist, was die Technik betrifft. Und das wirft auch ein paar Fragen auf, ob China möglicherweise da ein bisschen was mit zu tun hat. China selbst hat ja immer wieder gesagt, wir schließen militärische Konfrontationen mit Taiwan nicht aus, weil Taiwan ist China, das gehört zu China. Man respektiert ja nicht sozusagen die Eigenständigkeit des Landes. Also da könnte ein Konflikt drohen. Dann haben wir Nordkorea, die ja offenkundig weitere Missile-Tests machen wollen. Auch hier verschlechtert sich die Stimmung zwischen den USA und Nordkorea. Und wir haben heute Aussagen des Pentagon in Richtung Iran. Da sagt man, nachdem in Irak, in Bagdad ja die Botschaft da angefackelt wurde, sagt man, wir sind auch bereit zu Präventivschlägen. All das ist so ein bisschen ein geopolitischer Risikofaktor, der plötzlich wieder im Spiel ist, der vorher nicht so wirklich da zu sein schien. Dementsprechend die Märkte teilweise ein bisschen vorsichtig. Wir sehen bei Anleihen zum Beispiel, dass wir zunächst mal eine Steigerung hatten der Renditen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 1,94% gestiegen. Wir sahen die 10-jährige deutsche Bundesanleihe, die so wenig oder so wenig im Negativbereich rentiert wie seit 7 Monaten nicht mehr, mit minus 0,16%. Aber dann sind eben die Renditen der Staatsanleihen wieder gefallen. So ein bisschen ein Flucht in die Sicherheit hatte stattgefunden. Und wir sehen, dass inzwischen, wenn wir uns die Aktienmärkte mal anschauen, muss ein US-Arbeiter inzwischen 126 Stunden arbeiten, um sich einen Anteil vom S&P 500 zu kaufen. Absolutes Allzeithoch. War noch nie so teuer sozusagen in Relation zur Arbeit. Aber schauen wir uns die Dinge in den Charts mal an, was wir hier sehen. Und die Charts sind von, auch im neuen Jahr, meine Damen und Herren, von Capital.com. Wir sehen hier den DAX an der 13.400er Marke. Es ging gleich saftig nach oben. Wie gesagt, Zinssenkungshoffnungen weiter in Richtung China. Der Handelsdeal, der immer wieder beschworen wird. Wir sehen, dass die amerikanischen Indizes, wie hier der S&P 500, aktuell bei 3.243 ist. Wir sehen Tech wieder besonders stark. Die Tech-Werte, also das, was ohnehin schon sehr gut gelaufen ist, die FANG-Aktien ja in 2019 mit über 38% gestiegen. Wir sehen hier den Nasdaq 8.824. Wir sehen ein ziemliches Auf und Ab beim Euro. Da ist derzeit die Gemeinschaftswährung bei 1.1170. Wir waren aber schon heute Morgen in Richtung 1.1240 sogar unterwegs. Dann ging es schnell mal wieder rauf, dann wieder runter. Also da ist man sich nicht so sicher, was eigentlich jetzt der Fall ist. Wir sehen, dass Gold ähnlich erratisch sich zu bewegen scheint. Da sind wir aktuell bei 1.525, waren aber schon knapp über der 1.530er Marke, obwohl die Märkte heute Vormittag im klaren Risk-On-Modus waren. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das ein bisschen nachlässt, aktuell bei 60,76 $. Deutschland ist nach wie vor in einer Krise, kann man sagen, im Mindesten die deutsche Industrie. Der DAX aber, der spielt schon wieder etwas ganz anderes, der spielt die große Erholung. Vielleicht sind es einfach nur Geldströme, dass sich viele internationale Investoren sagen, Mensch, da die Eurozone und der DAX viel günstiger als eben die US-Indizes, da schichten wir ein bisschen um. Da wollen wir mal gucken, ob nicht im neuen Jahr jetzt sozusagen diese vernachlässigten Aktien aus Europa vielleicht besser sind, wie auch aus den Emerging Markets. Dazu bräuchte es aber, was die Emerging Markets betrifft, einen schwächeren Dollar. Das ist bisher noch nicht so richtig eingetreten, auch wenn um die Weihnachtszeit der Dollar ein bisschen abverkauft wurde. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.